Hallo Chicas, hallo Chicos. Ja, wer hat einen Bock, ein bisschen im Wasteland rumzuwandern? Höre ich da ein? Ich hier, ja, ich will. Ja, okay, das können wir tun. In der letzten Folge haben wir ein bisschen hier Zitadelle gemacht, ne? Also, wir sind hier fertig. Wir haben auch einen Raketenwerfer gekriegt. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist und ob der bloß einen Schuss hat oder nicht. Ich weiß es nicht so ganz. Ich schätze mal schon. Aber wir sind hier soweit fertig, deswegen, oh, endlich, Team sammeln und nach Ödland reisen. Ja, ich möchte bitte nach Ödland reisen. Wo ist denn dieses Ödland eigentlich? Hat ja keiner eine Karte hier. Alle Teammitglieder werden zum neuen Ort wechseln. Geht klar, Digga. Und ein Ladebalken. In der Zeit ein bisschen Werbung für mich. Oh, das ging ein bisschen zu schnell. Ranger Team Echo, hier Ranger Kommando, bitte kommen. Hier Ranger Team Echo. Roger, Echo One. Ich wollte bloß sicherstellen, dass eure Funkgeräte in Ordnung ist. Ich bin ab sofort euer Einsatzkoordinator. Ich wollte euch bei dieser Gelegenheit über eure Wassersituation informieren. Wenn eure Feldflaschen voll sind, dann solltet ihr genug Wasser haben, um den Ort zu erreichen, an dem Ace ermordet wurde. Aber wenn ihr die Gegend erkunden wollt, dann füllt sie bei jeder Oase, die ihr findet, auf. Ne? Ja. Coole Sache. Funkgerät? Ach nee, der hat ja noch mehr zu sagen. Denkt dran, die Sicherstellung der Verstärker hat oberste Priorität. Wenn ihr sie habt, dann geht in ihr zum AZ und nach Highpool, um sie zu installieren. Aber darüber sprechen wir, wenn ihr die Verstärker gefunden habt. Natürlich müssen wir die Mörder von Ace zur Rechenschaft ziehen. Aber das ist momentan nur ein sekundäres Ziel. Die Lokalisierung des Signals geht vor. Funkgerät? Also ist es wichtig, mit ihnen im Funkkontakt zu bleiben? Ich schätze mal schon. Aber ja, es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle Teams mit mir und der Basis in Funkkontakt bleiben. Wir empfangen Notsignale aus unserem ganzen Zuständigkeitsbereich und manchmal auch von weiter weg. Städte, Farmen oder Minen, die von Plünderern angegriffen werden oder von mutierten Viechern, was das betrifft. Wir nehmen diese Signale hier entgegen und leiten sie dann an das nächstgelegene Team weiter. Schlau, ne? Du warst also nicht immer der Einsatzleiter. Warum? Wer hat der was gesagt, dass er jetzt erst? Egal. Bislang war Woodson unser Einsatzkoordinator, aber nach dem Tod von Ace habe ich erkannt, dass ich zu lange in meinem Büro saß, abgeschnitten von der Welt und ihren Veränderungen. Ich muss wissen, was da draußen los ist. Und dazu muss ich hören, welche Probleme die Menschen haben. Also habe ich entschieden, dass ich ab jetzt die Anrufe entgegennehme und euch im Ohr hänge, wenn ihr nach draußen ins Ödland geht. Coole Sache. Lasst euch nicht davon hemmen oder sowas. Out. Roger, Ende. Verstanden, Echo One, weitermachen. Ranger Kommando, Ende. Coole Sache. Ich wollte ein bisschen über mich schwätzen. Lasst doch mal einen Kommentar da oder gewisse Sachen wie ein Däumchen oder so. Ist euch überlassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr würdet mich da mehr unterstützen als irgendwelches Geld. Ne? So. Noch vorweg, man kann immer wahrscheinlich noch meinen Cursor nicht sehen. Also der Stern werdet ihr sehen, aber nicht den kleinen Cursor. Egal. Funk. Das Funkgerät ist die lebenswichtige Verbindung deines Teams mit dem Hauptquartier. Damit erhältst du wichtige Updates zur Mission. Hin und wieder kann es auch unterwegs Signale von anderen Bewohnern des Ödlands empfangen und auf einige reagieren. Vergiss nicht, um eine Stufe aufzusteigen, musst du die Funkentaste auf deinem Funkgerät betätigen, um mit dem Hauptquartier in Kontakt zu treten und dir eine Feldbeförderung zu holen. Vorausgesetzt, ein Charakter hat genug Erfahrungspunkte gesammelt. Coole Sache. So. Hier, Weltkarte. Wenn du einen Ort im Ödland Richtung Ödland verlässt, wechselt die Ansicht zur Weltkarte. Hier wird dein Team durch ein Desert Ranger Abzeichen symbolisiert. Mit Rechtsklick kannst du herumreisen. Du kannst auch die Weltkarte aufrufen und einen Ort, den du bereits entdeckt hast, auswählen und automatisch dorthin reisen. Wenn du auf der Weltkarte in der Nähe eines Ortes bist, kannst du mit Linksklick betreten. Auf der Weltkarte ist einiges los. Neben Wasser, Strahlung gibt es auch hier
gibt es auch hier Zufallsbegegnungen mit Freunden oder Feinden. In diesem Fall kommst du an einen speziellen kleinen Ort, wo die Begegnung oder der Kampf stattfindet. Du kannst sogar geheime Lager aus der Zeit vor der Apokalypse finden und auch geheimnisvolle Orte, die nur wenige je gesehen haben. Oh. Naturbursche. Die Fertigkeit Naturbursche bestimmt die Größe der Sichtweite deines Teams beim Reisen auf der Weltkarte sowie die Fertigkeit, Zufallsbegegnungen mit Feinden auszuweichen. Ein echter Naturbursche kann gefährliche Feinde ausweichen und neue verborgene Orte leichter finden. Okay. So, ich bin hier das Ranger-Symbol. Jetzt machen wir mal auf der Karte die Karte an. Ich muss nach rechts. Ja, dann auf nach rechts. 5 Wasser. Ach, rechts unten steht mein Wasservorrat. 60 von 60. Dann geht mal los. Wir reisen durch das Ödland. Ja. So. Da ist eine Wand. Da komme ich nicht. Oh, 21 Wasser. Okay. Dann nach oben. Ja, der Wasservorrat geht zur Neige. Aber wir haben noch weitaus genug. So. Noch weiter. Ja, also wir kommen der ganzen Sache schon näher. Oh, hier ist Strahlung, oder? Hallo. So, Wasser. Wasser ist im Ödland absolut lebenswichtig. Wenn das Team über die Weltkarte reist, verbraucht sie dabei Wasser. Ist das Wasser alle, beginnt dein Team Schaden zu nehmen. Wenn Teammitglieder zu lange nichts trinken, zum Trinken bekommen, verdursten sie irgendwann. Um die Wasservorräte aufzufüllen, halte auf der Weltkarte nach versteckten Oasen Ausschau oder besuche einen Ort mit einer Wasserquelle, zum Beispiel Brunnen oder Wasserhähne. Die meisten großen Siedlungen haben Wasser. Ist ja irgendwie klar. Radioactivity. Strahlung ist eine ständig und tödliche Bedrohung, wenn du auf der Weltkarte unterwegs bist. Strahlung wird als große grüne Wolke angezeigt und mit einem großen Strahlungssymbol gekennzeichnet. Wenn du in der Nähe eines verstrahlten Gebietes bist, fängt dein Geigerzähler an zu ticken. Wenn du in ein radioaktives Gebiet kommst, wird dein Team allmählich immer mehr Strahlungsschaden erleiden. Jede Strahlungswolke auf der Weltkarte hat eine bestimmte Einstufung, die auf ihrem Symbol angegeben wird. Höhere Werte verursachen schneller mehr Schaden. Strahlungsschaden kann mit Strahlungsschutzanzügen verringert oder ausgeschaltet werden. Diese Sonderausrüstung kannst du finden. Nicht alle Strahlungsschutzanzüge sind gleich gut. Manche geben besseren Schutz als andere. Im Spiel bekommst du Zugang zu besseren Strahlungsschutzanzügen, damit du auch gefährliche Teile der Welt erkunden kannst. Strahlenschutzanzüge gibt es als Set. Du brauchst also nur einen für dein ganzes Team. Das ist mal... Oh, da ist eine Oase. Hallo. Kampf. Du siehst, wie sich gefährliche Plünderer auf deine Position zu bewegen. Ich kann laufen. Deine Naturburschenfähigkeit gewährt dir eine Chance von 75% dieser Begegnung zu entkommen. Nö. Attacke. Wir wollen mal ein bisschen Action. Action. So. Oh, eine Brücke. Hallo Brücke. Oh, da geht's schon mal nicht weiter. Kann ich zurück, oder? Reisen, ja. Ja, schön, dass ich nichts sehe. Das ist doch kacke. So, Leute. Im Gänsemarsch vorwärts. Vorwärts! Go, go, go! Sehe ich jetzt schon was? Eieieiei. Oh, da. Dun. Der hat ne... Was bist du? Plünderer, Schnitter oder so. Ah, da oben ist auch noch einer. So, dann wollen wir mal Scharfschützen. Scharfschützen, kleiner Adler. Renn da schnell hinter. Day. Man kann, glaube ich, auch in die Hocke gehen, glaube ich. Wo geht denn das? Da, hocken. Day. Ist das gut. So, da ist eine Mülltonne. Ist das normale Deckung hier? Ist das auch Deckung? Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Du. Wer bist du? Ach, die Angie. Angie hat ein Sturmgewehr, die muss ein bisschen mittiger. Dahin. Und ducken. Nein! Man hat mich entdeckt! Schockschwere Not. Oh. Das fängt ja schon mal gut an, Leute. Komm und hol's dir, Zuckerarsch. Die werfen ja alle mit. So, achso, es gibt eine Kampfreihenfolge. Angie ist zuerst dran. Angie, oder ist es schon Angie, ja. Angela Death.
Du hast ja zum Glück dein Schraubenzieher. Schraubenschlüssel. Freies Zielen. 64% Trefferwahrscheinlichkeit. Ich glaube, die 5% sind die Crit. Schaden? 7 bis 10. Okay. Hau rein. Heuer! Stirb! Alter! Hat die Bums drauf. Gleich wieder in die Hocke gehen. Ah, ne, Hinterhalt. Was, Hinterhalt? Was ist das? Ach, die macht jetzt irgendwas. Hinterhalt ausgeführt. Ha! Ist das geil. Das muss ich mir merken. So, du bist Scharfschütze, meine Liebe. Du hast... Ich muss mal schnell ins Inventar schauen. Ich glaube nämlich, Waffen haben... Hier steht Reichweite. Bis zu 5 Meter aus der Nähe. Minus Trefferwahrscheinlichkeit. Kann es sein, Trefferwahrscheinlichkeit? Optimal sind 5 bis 23. Das gibt 0. Okay, das ist in Meter angegeben. Ich schätze mal, das sind Kästchen, oder? 1, 2... Also, nee. Direkt. Stehen hier irgendwo auch die Meter dran? Ich glaube nicht. Aber sie hat eine 75%ige Trefferwahrscheinlichkeit. Das muss doch gehen. Bam! In your face! Ladehemmungen. Nein, oder? Echt jetzt? Was kostet das, um das wegzumachen? Das ist jetzt bitter. Weißt du noch was anderes? Naja, die hat noch eine Nahkampfwaffe. Dann bleib erstmal da. Mach Hinterhalt, Fräulein. Geht das? Nein, das geht nicht. Präzisionsschlag. Das gibt's doch nicht. Wie kriege ich die Ladehemmung wieder weg? Ja, da musst du halt den Zug beenden. Tut mir leid, meine Liebe. So, Brutti. Du gehst mal hier vor. Ach, du kannst ja noch weitergehen, oder? 7 AP? Wie viel hast du? 9. Mitten rein, Leute. Mitten rein. Los! 8 AP. Einer ist nur übrig. Gehen wir noch da rein. So. Ah, da kommt noch einer. Mit einer Pistole. Zum Glück habe ich so ein Glück gehabt. 1 AP. So, ich habe 9 AP. Was brauche ich für meine Waffe? 4. 9 AP minus 4 heißt, ich kann 5 laufen und noch schießen. Das sind 3. Gut, kann er so weit... Oh, zum Glück kann er so weit rennen. 5 AP. Ich gehe hier in Deckung. 5 AP. Los! Da. Und jetzt gib ihm voll die Breitseite. Wenn ich jetzt einen Hinterhalt aktiviere für 4 AP, heißt das, ich schieße erst, wenn jemand in Sichtweite kommt. Nee, du, feuer mal lieber so. Die Angie ist ein bisschen in Bedrängnis. Bam! Alter, der war mega. So, du musst laufen, mein Mädel. Weil, ich muss mal schnell aufs Inventar schauen. Das hatte nicht so die optimale Reichweite. 5 Meter? 5 bis 9 Meter. 3 bis... Okay. Oh, in der Nähe gibt es sogar Plus. Das ist ja die Schrotflintenpistole. Okay, Angie. Du gehst auch dahinter. Verschanz dich. Und jetzt bist du dran. Freies Zielen. In your face! Nein, daneben! Du kannst bestimmt nochmal. Du hast noch 6 AP. Ja, du kannst nochmal. Bam! So. Du gehst in Deckung. Du bist, glaube ich, schon in Deckung. Zug beenden. Hat da ein Plus gegeben? Alter, die hat... Oh, das kostet bloß eine Menge AP, das rauszuholen. Okay. Der ist hier hinten in Deckung. 19% Trefferwahrscheinlichkeit. Kannst du schießen? Ja, okay. Brutti? Du brauchst... Das. Ach, 4 kann ich laufen. Okay. Du läufst jetzt dahinter. Du läufst jetzt dahinter. Das kostet 4. Was kostet das? Hocken kostet 2 AP. Hinterhalt 4. Also ich kann 4 laufen. Es ist völlig wurscht. Lauf hier hin und mach einen Hinterhalt. Hinterhalt. Und zwar bis der Hintern halt. Au. Gut. Du bist wieder dran. Du läufst mal dahinter. 5 AP. 8 hätte ich. Hm. Lauf dahinter. So. Da. Versuch dein Glück. 16%. Oh, daneben. Daneben. Gut. 1 AP. Das können wir uns schenken. Du läufst einfach mitten rein. Und schießt ihn in... Oh, der trifft... Ach, das ist sogar eine Schrotflinte. Ja, Heidi Witzka. Ja, das ist natürlich... So stark. 3. Wir könnten noch einen laufen. Dann laufen wir noch dahin. Ja, 8. Das war nix.
So, Angela, Angie. Mrs. Death wollte ich sie ja nennen. Mrs. Death. 30%, das ist gut. Ja. Und nochmal, komm. Oh. Das wäre zu schön gewesen. Du könntest nachladen, oder? Nee, nachladen kostet 4. Eieieiei. Nee, dann bleib da. Bleib da. Wir haben den Scharfschützen, die macht das. Die macht das. 19%, das ist halt gar nichts. Ach. Mann, geh lieber nochmal in die... Was? In die Grundausbildung. Ja, gut. Das war nix, aber jetzt kannst du nachladen. Wie geht das? R. Warum kann ich nicht nachladen? Nachladen kostet 5. Ach, das ist wahrscheinlich auch noch waffenspezifisch, oder? Euch lese ich gleich durch. Ihr stört jetzt bloß. So, okay. Brutus, du hast jetzt echt ein leichtes Spiel, oder? In your face! Och. Brutus, du musst noch was zielen lernen. Ohne Witz. Ausweichen. Ja, und du halt in die Hocke. Au. Aua. Mensch, Meier. Ja, das ist... Ich muss näher ran. Aber er hat halt... Das ist halt sonst die Reichweite. Wenn ich jetzt näher rangehe, hierhin, was habe ich dann? 16. Okay. In your face. Daneben. Ich hab's nur gedacht. Das kann ich nicht mehr. So. 4 AP, 5 AP. Was brauche ich für die Waffe? 3. Ich laufe mal 2. Oh ne, das geht gar nicht. Na dann laufe ich 3. Lauf mal 3. Und... Piu! Oh. Ey. Dann lieber doch in Deckung. Ey, dieser eine, der macht mich echt fertig, oder? Ja. Das war's. So. Ich habe anscheinend EP bekommen. Und zwar 45 Team-EP. Heute Witzka. So, jetzt kann ich lesen. Ben, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Leute. Eine der Methoden, mit denen Rangers im Ödland überleben, ist plündern. So viel sie können. Wenn du mit Containern und Leichen interagierst, öffnet sich die Beuteschnittfläche, mit der du Teammitglieder Gegenstände geben kannst. Außerdem gibt es die Option alles nehmen und alles verteilen. Damit gibst du dem gewählten Teammitglied alle Gegenstände oder verteilst die Beute je nach den Fertigkeiten der Charaktere in der Gruppe. Ist schön. Container mit Beute sind möglicherweise verschlossen oder mit Fallen versehen. Du musst deine verschiedenen Fähigkeiten wie Auffassungsgabe, Sprengstoff, Schlösser knacken oder Tresor knacken verwenden, um Bedrohungen zu erkennen und auszuschalten und die nervigsten Schlösser zu knacken. Aber vergiss nicht, dass manche Leute etwas dagegen haben, wenn du ihre Sachen unter den Nagel reißt. Ergibt einen Sinn. So, was haben wir hier noch? Präzisionsschläge. Mit Präzisionsschlägen kannst du bei Feinden auf individuelle Körperteile zielen und die Schwächen allerdings auf Kosten einer niedrigen Trefferwahrscheinlichkeit. Die genauen Auswirkungen hängen vom Körperteil ab, auf das du zielst. Oder es gibt eine Zufallschance, größeren Schaden anzurichten. Um einen Präzisionsschlag zu verwenden, klicke auf dem HUD auf die Schaltfläche Präzisionsschlag und oder mach im Kampf einen Rechtsklick auf das Ziel und dann auf einen Linksklick auf das Körperteil, das du treffen willst. Ja, das kennen wir ja von Fallout. Steht das hier irgendwo? Ja, da, Präzisionsschlag. Ah, piu. So, Aktionsleiste. Die Aktionsleiste zeigt die Zufolge des Kampfes zu. Zugfolge und Häufigkeit werden von der Höhe der Kampfinitiative eines jeden Charakters im Kampf bestimmt, inklusive freundliche Charaktere und Feinde. Je höher die Kampfinitiative, desto früher und öfter kann dieser Charakter seinen Zug machen. Auch alles klar. Was haben wir noch? Deckung. Ja, das haben wir ja schon. Das haben wir schon geklärt. Deckung. Im Kampf ist Deckung entscheidend. Wenn du in die Deckung gehst, haben Angreifer weniger Gelegenheit, ein Ziel zu treffen. Ein Charakter in Deckung hat einen Genauigkeitsvorteil. Die Deckung ist aber nur so gut, wenn sie in Sichtlinie eines Angreifers ist. Ein Angriff von der Flanke ist oft eine gute Taktik, um Feinde in Deckung auszulöschen. Bestimmte Deckung kann mit Waffenfeuer oder Sprengstoff zerstört werden, hält also nicht für immer. Okay. AP. Ja, das haben wir ja gesehen. AP steht da oben. Alles kostet unterschiedlich. Ich brauche jetzt nicht lesen. Genau. Achso, hier an. Naja, das weiß ich auch schon. Einige Charaktere können sich halt
mit weniger AP gleich weit wie andere bewegen. Ganz klar. Wurden alle APs eines Charakters in einer Runde verbraucht, endet sie und der nächste Charakter in der Angriffsaktionsleiste ist an der Reihe. Alternativ kann die Runde eines Charakters vorzeitig beendet werden, indem Runde beenden gewählt wird. Dann können bis zu 2 Bonus-AP für die nächste Runde des Charakters mitgenommen werden. Das ist geil. Das mag ich. Das Leben in Ödland ist nicht immer friedlich. Kämpfe sind rundenbasierend und jede beteiligte Figur kommt zum Zug, abhängig von ihrem Initiativewert. Jede Figur hat eine bestimmte Menge an Aktionspunkten, AP. Die sind im Kampf für Handlungen wie Bewegungen, Schießen, Gegenstände oder Fähigkeiten benutzen, einsetzen kann, bla. Wenn ein Kampf beginnt, läuft er so lange, bis nur noch ein Team steht. Setze die verfügbaren Waffen, deine Deckung und deine Fertigkeiten ein, um als Sieger vorzugehen. Das ist, glaube ich, auch das 1x1 von solchen Spielen. Oh, Durchschlagskraft. Die Rüstung schützt Freund und Feind gleichermaßen, aber manche Waffen sind bei Rüstungen effektiver als andere. Die diversen Waffenarten besitzen unterschiedliche Durchschlagskräfte. Je höher die Durchschlagskraft einer Waffe, desto mehr Schaden richtet sie bei Zielen mit starker Rüstung an. Durchschlag, und was ist das da oben? Nummer 8, das ist der Schaden. Durchschlag, okay. Das heißt, 50 Schaden mit 5 Piercing. Achso, okay. 10 Rüstung wird halbiert bei 5, ist ja klar, 5, 10, Hälfte. Und da ist 100% weiß komplett. Okay, check. Also, sag mal so, wenn ich 5 Durchschlagsschaden habe und er hat bloß eine Rüstung, habe ich natürlich 100% Schaden. Wenn er 10 Rüstung hat und ich 5, dann halbiert er das praktisch, ist ja klar, ne? So habe ich jetzt verstanden. Leitende Rüstung. Energiewaffen haben keine Durchschlagskraft gegen Rüstung. Stattdessen prüfen sie, ob die Rüstung leitend ist oder nicht. Energiewaffen richten bei leitenden Zielen extra viel Schaden an, aber nur geringen Schaden bei nicht leitenden Zielen. Leitende Ziele sind mit einem blauen Schildsymbol gekennzeichnet. Ja, so Metallrüstung und sowas. So, ich habe Loot. Mach mal auf hier. Aha, okay, das ist schlau. Also es ist praktisch der komplette Loot am Boden. Ein Büchereiausweis. Wer braucht das nicht? Was haben wir hier? Ein Glasauge. Kann man auch mal mitnehmen. Antibiotika entfernt sämtliche Folgen von Krankheiten. Hier. Sheila. Medizinbeutel, Schrott. Okay, dann nimm. So, ist hier noch etwas zu holen? Hallo? Hallo? Nein? Wo geht sie wieder raus? Halt, jetzt muss ich alle auswählen. Wupp. Erstmal den Leader vorne weg. Geht's hier weiter? Schönen guten Tag. Hier ist der Weihnachtsmann. Wo ist der nächste Kamin? Auch nicht. Vielleicht da hinten. Oder da, wo ich hergekommen bin? Das ist die Frage. Die Frage... Kann man da rein? Ich glaube nicht. Ne, hier ist nichts. Also ich kann durch den Tunnel latschen. Ne, das zu. Ja, dann muss ich wieder daher, wo ich hergekommen bin. Mein Gott. Miau. Angela Death beendet Runde und spart 2 AP für die nächste Runde. Begegnung beendet. Sheila hat eine Einheit Antibiotikum erhalten. Ach so, halt mal. Hier, unser Brutus ist ein bisschen angeknackst, ne? Sheila, das ist ein Job für den Medic. Sanitäter. Tu etwas. Halt 26 bis 37. Halt 12. Ja, dann nehmen wir das Große. Dün, 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 dün. Ich verarzte dich. Ach so, und Waffen durchladen. Yo. Und dafür gibt es auch noch EP. Ist das cool? Das mag ich. Das ist echt cool. Was mich bloß ein bisschen stört bei dem Spiel ist, keine Musik? Hallo? Ist da wer? Ich höre nichts. So. Reload. Oh, jetzt haben gleich alle auf einmal. Oder? Ja. Schaut gut aus. Yo. Das ist auch nice to have. Also wirklich. Das mag ich. So. Geht's hier raus? Da ist ein Stern. Ja, da geht's raus. Reisen. Reisen wir. Hallo? Reisen. Reisen. Hallo? Wo soll ich da hin? Ja, gut. Jo. Läuft doch. So langsam, aber sicher läuft's.
So, da ist Strahlung, da gehen wir nicht hin. Habe ich keinen Bock zu. Feldflaschen sind auf. Ach, wir wollten eigentlich zur Oase. Das haben wir jetzt halt voll geplant. Das X markiert das Ziel. Oh. Funkturm. Yo. Rein da. Zugriff. Los. Hallo. Willst du Funkturm betreten? Das ist kein Deutsch. Aber das macht nichts. Willst du Funkturm betreten? Gehst du Aldi? Ich bin Straßenbahn. Echo One an Zitadelle Basis. Wir haben das Ziel erreicht. Ende. Verstanden, Echo One. Wenn ihr das Gebiet erreicht habt, in dem die Leiche von Ace gefunden wurde, dann untersucht es gründlich. Die Leute, die ihn gefunden haben, sagen, es hätte so ausgesehen, als wäre er dorthin gekrochen. Vielleicht findet ihr ein paar Spuren, die an den Ort führen, an dem er angegriffen wurde. Verstanden? Verstanden. Verstanden, Echo One. Meldet euch unverzüglich, wenn ihr Neuigkeiten habt. Die Funkverstärker besitzen höchste Priorität, Ranger. Kommando Ende. Ich habe einmal Roger oder Over vergessen. Da liegt Blut. Dum, 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 dum. Okay. Da ist eine Blutspur. Dum, 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 dum. Okay, anscheinend geht's da hoch. Aber warum geht's da auch nach rechts? Ist es vielleicht eine falsche Fährte? Was ist denn das? Verheddert in einem der Äste des Steppläufers ist ein Bronzestern mit den Worten Desert Ranger auf dem äußeren Rand. Aha! Dun, 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 dun. Der Rangerstern von Ace. Jesus, das ist der Stern von Ace. Ace, was zum Teufel macht er hier? Ja, er ist hier umgekommen. Hallo? Hallo? Ich bin ja wirklich nicht leicht zu erschüttern, aber bei diesem Ort bekomme ich Gänsehaut. Scheiße, Ace. Warum hast du mich nicht mitkommen lassen? Also gut, ich mach mal hier einen auf. Ich gehe mal rechts. Rein zur... Oh. Hallo? Hi, grüß dich. Die Eingeweide des Mannes wurden von einem spitzen Ende eines Plünderer-Bowie-Messers getroffen. Okay. Diese Frau konnte die Schutzgebühr der Plünderer nicht mit Scrap bezahlen, so bezahlte sie mit Blut. Achso. Übereinstimmende Schusswunden halbieren den Kopf dieses bedauerlichen Nomaden. Alter, das Geschoss ist glatt ein- und ausgetreten, also war es immerhin ein schneller Tod. Plünderer? Wo sind hier Plünderer? Hallo. Oh. Grüß Gott. Oh. Wir machen jetzt folgendes. Scharfschützen. Scharfschützen. Hey Ranger, die Stiefel wurden mir besser, an mir besser aussehen. Okay, das war jetzt der erste Schuss vom Bug. Einmal bitte hier hin. Wer ist denn dran eigentlich? Ach, die Angie. Angie, dahin. So. 77% Trefferwahrscheinlichkeit. Ich kann hier auch einen kritischen machen. Präzisionsschlag. Kostet halt ein bisschen AP. 20% Trefferwahrscheinlichkeit. 50. Reduziert den Schutz eines Feindes, was ihn schadensanfälliger macht. Behindert die Beweglichkeit. Ja gut, der hat eine Pistole. Verringert die Wahrscheinlichkeit, des Feindes zielgesteuert zu sein oder vernichtet die Waffen des Feindes. Okay. Nee, wenn wir schon so eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit im Normalen haben, dann hätte ich gerne einen normalen Schuss. Weil das kostet nämlich jetzt... Wie viel AP? Steht hier nicht, oder? Ich schieße einfach. Hey, ich will doch keinen Präzisionsschlag machen. Was macht ihr denn? Schieß einfach. Ach! Verdammte Axt! Daneben! Gut, dann save ich mir mal zwei Aktionspunkte. Jetzt kommt der Nahkämpfer. So, du bist da hinten. 59, 59. Ich gehe erst auf den Attack. Boah, Headshot! Kann sie nochmal? Nee, schade. Das wäre jetzt cool gewesen. Kannst du dich da hinten in Schutz bringen? Geh mal da. Ach, du kannst bloß noch bis da laufen. Dann lauf bis dahin. So weit wie du kannst, Mädel. So,
Die Frage ist, wie weit steht er weg? 56%. Ah, ja, das wird schon gehen. Aber die eine ist total im Weg, ne? Nicht, dass ich mich jetzt... Nö, ich treffe nicht die andere. Gut, dann schießen wir drauf, bis sie umfallen. So. 6 AP bis dahin, das ist viel. Ich könnte hier hinlaufen. Ich laufe hier hin. Da. Und tu Hinterhalt. Oh, baby. Du läufst hier hin. So. Du flankierst. Was bist denn du? Ein Revolverheld. So. Kontrolle verloren. Oh. Ja gut, solange sie jemanden umbringt, habe ich jetzt nichts dagegen, ehrlich gesagt. So, der ist in Deckung. Da machen wir hier die Flankier-Variante zu beenden. Als nächstes ist Simon dran. Simon, ah ja, der muss auch. Du gehst dahin und tust auch den Hinterhaltsmodus aktivieren. Und du stellst dich als leicht zu treffendes Ziel. Nee, er kommt halt nicht näher, weil er eine Pistole hat, ne? Na, Kämpfer, du bleibst mal trotzdem hier. Bleib mal hier. Mal sehen, was passiert. So, wir können deine neue Wumme ausprobieren, Mädel. Ja, das können wir. Zug, nein, nicht Zug beenden. Waffe wechseln. Oh ja, jetzt. Ja. Wie viel? Vier? Ja, ich kann mich direkt vorne hinstellen und losballern, eigentlich. Hinterhalt ausgeführt. Jeder, der jetzt Hinterhalt hat, fängt zum Schießen an, wenn er... Ah, okay. Das ist cool. 30%, du schaffst das, Baby. Yeah. So wird das gemacht, Leute. So wird das gemacht. 45 Schaden. So. Hebt mal auf das Zeug. Eine Menge zu holen. Steckbrief. Wurde jemand mit Steckbrief gesucht? So. Ein Wundnähmaterial. Okay. Entfernt sämtliche Folgen Bluten. Das müsste sie ja... Ah ne, ich gebe sie trotzdem persönlich. So, nimm's. Den Rest nehmen wir so. Und natürlich wieder ein Büchereiausweis. Die im Ödland scheinen aber gern zu lesen, oder? Irre ich mich da? Oh, da ist noch eine Kiste. Freunde. Öffne die Medizin... Okay, medizinisches Symbol ist drauf. Was haben wir denn hier? Einfaches Erste-Hilfe-Ausrüstungsset. Sheila, ich meine, ich glaube, du kannst uns gut von Nutzen sein. Oh. Grüß Gott. Kann ich hier irgendwie anschauen? Mal versuchen. Ein Maschendrahtzaun versperrt den Weg. Aber ganz ehrlich, das sind doch so Alarmdinger dran. Das ist das Anarmanlagen entschärfen. Kleiner Adler. Ja, ja, wenn du dafür am besten geeignet bist, dann geh doch hin. Oh, ich hab nichts dagegen. Schnell weg. Fehlschlag. Oh, oh. Kann ich dann nochmal? Ich hab ein bisschen Schiss. Weil durch den Zaun kann ich schlecht schießen. Jetzt ab. Schnell. Genau dein Metier, dann schaff's bitte auch. Kritischer Erfolg. Heidi Witzka. Jetzt kann ich gleich mal noch aufsperren. Aber der kommt jetzt gleich. Ich schieße am besten von hier. Ich lauf mal mittig rein. Hier hin? Ist da oben noch was? Okay. Oh, da kommt er. Schnell, ah! Der sieht uns nicht. Die anderen Typen verlangen 15 Scrap von euch, um hier durchzugehen. Ob ihr zahlt, mir 10 und ich schaue in eine andere Richtung, oder haben wir ein Problem? Problem. Das einzige Problem, das du haben wirst, ist mein Fuß in deinem Arsch, wenn du nicht beiseite gehst. Warum schaust du denn nicht weg und wir sagen niemanden, dass du zu wenig verlangst? Ich kann auch zahlen. Nein, bin ich
Nein, hallo. Okay, okay. Go on through. You're not worth the trouble. We're leaving. Okay. So geht's natürlich auch, ne? Freunde, lasst mich euch von Matthias Gesetz erzählen. Matthias Gesetz ist Rache. Und bald wird sich Matthias Gesetz über ganz Arizona erstrecken und diese sogenannten Bewahrer der Gerechtigkeit, die Desert Ranger, töten. Ich bin, glaube ich, am richtigen Ort. Was steht da? Auf einer Plakette im Stacheldraht steht Eigentum der Desert Ranger. Eindringlinge werden erschossen. Ein seltsames Symbol wurde über diese Nachricht gesprüht. Ein Friedenszeichen, das wie eine Leiterplatte aussieht. Okay. Okay. Ja, aber ich sag mal, eine weitere Nacht legt sich über das Ödland. Denn für heute ist es Schluss. Britzel, Britzel. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Oh ja, für mich ist es eigentlich schon übermorgen. Dann nehme ich die nächste Aufnahmesession auf. Aufnahmesession auf. Das ist ein komisches Wort. Aber egal. Wir müssen immer noch Ace weitersuchen. Also nach Ace. Nach dem AC Ace. Genau. Wenn es euch gefallen hat bis hierher, dann lasst doch mal ein bisschen Kommentar da. Oder ein Däumchen. Aber das habe ich auch zum Anfang gesagt. Ich will euch nicht weiter nerven. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.